Freunde, wie ihr ja wisst, haben wir uns ja vor gar nicht so langer Zeit einen Wohnwagen gekauft und haben damit jetzt auch schon Urlaub gemacht, waren da in Hopfen am See im Allgäu. Und was wir da so erlebt haben, wie es uns da so gefallen hat, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß dabei. So, jetzt sind wir schon ganz schön nah dran, also so 20 Kilometer haben wir noch. Jetzt waren wir mit den Hunden mal ein bisschen spazieren und ja, die Strecke war ganz gut zu fahren, schön gemütlich halt, ne? Wie sich das gehört als Wohnwagenfahrer. Und ja, jetzt machen wir den letzten Abschnitt, so ein Viertelstündchen und dann sind wir auch schon da. Leute, servus miteinander. Momentan sind wir hier in Hopfen am See, am Campingplatz Guggemoos, den man durchaus empfehlen kann. Ist jetzt nicht der 5-Sterne-Campingplatz, aber das ist auch was, was wir nicht unbedingt brauchen. Hat alles schöne Sicht, schöne, was hat er? Alles schöne Kühe außenrum, schöne Katzen, der Katzenmarkt. Katzen hat er außenrum. Ja. Nee, so ist alles da. Die Toiletten und so, das könnte vielleicht ein bisschen moderner sein. Aber das ist jetzt nicht das große Problem. Waschmaschine, Trockner, große Spül, Raum. Raum, alles da. Alles da. Genau. Kühlschrank mit Gefrierfach. Wenn man braucht. Aber wenn wir haben ja, braucht, ja. Sowas haben wir ja selbst. Ne? Nee, also bis jetzt passt eigentlich alles. Und jetzt machen wir eine schöne kleine Wanderung. Und dann nehmen wir euch jetzt mal wieder ein bisschen mit. Praktisch schon wieder auf der Terrasse sitzt. Vom Frühstück ab auf die Terrasse. So, jetzt haben wir so gut wie geschafft. Jetzt sind wir dann durch die Promenade durch. Das ist halt ein bisschen, naja, nicht jedermanns Sache. Ne? Und jetzt wird es dann auch schöner, die ganze Strecke hier. Unter euch, die vielleicht auch mal hierher wollen, habt ihr gleich eine Idee, wo ihr wandern gehen könnt, ne?
So, jetzt machen wir so einen Schwenk. Da hinten ist immer noch Forgensee. So, jetzt kommen wir hier zum Hopfen am See. Schwenk, schwenk, schwenk. Dann kommen wir zu Bianca. Dann kommen wir zu Bianca. Hallo Bianca. Grüß Gott. So, und hier unten ist dann Füssen. Und Neuschwanstein ist da hinten noch ein bisschen im Nebel. So, und was auch noch ganz wichtig ist, immer schön die Wanderkarten lesen. Nicht, dass es euch geht wie uns gerade. Wir mussten dann das Stückchen hier da querfeldein durch die Wiese. Und sorry, lieber Bauer, ich weiß, das sollen wir nicht machen. Wir haben uns auch beeilt und nichts kaputt gemacht. Und die gleiche Spur immer benutzt. Und die gleiche Spur haben wir auch immer benutzt, genau. Besser ist, das ein bisschen aufzuteilen, das Video. Und denn wir haben da so viel erlebt, so viele schöne Sachen gesehen. Und das muss einfach mehrere Videos wert sein, die wir euch dann da zeigen. Und ich hoffe, ihr bleibt mit dabei und bleibt uns treu und schaut immer schön zu. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, bis zum nächsten Video.